Also Peace Food ist eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Das ist fast das, was man vegan nennen würde. Aber vegan ist nicht unbedingt gesund. Also Sie könnten ja zum Beispiel jede Menge Weißmehlprodukte essen, raffinierten Zucker und dazu literweise Wodka trinken. Das wäre alles vegan. Ist aber nicht gesund. Also vollwertige pflanzliche Ernährung wäre das Thema dabei. Und das basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über Ernährung. Das beginnt ungefähr vor 8 Jahren, wo die China Study rauskommt. Und letztlich ist eine Ernährung, die ganz tierproteinfrei ist und tierfettfrei ist. Aber zum Beispiel würden wir Honig noch verwenden. Also in Tamanga, unserem Zentrum dort, haben wir Bienenstöcke, Bienenvölker. Das ist ein riesiger Biogarten, 11 Hektar Bioland. Das können wir gar nicht selbst bestäuben, da braucht man schon auch Bienen. Und es gibt keine einzige Studie, die jetzt gegen Honig wirklich was vorbringen kann. Also insofern würden wir Honig schon akzeptieren. Und ich wäre jetzt nicht für dieses ideologisch Vegane, ich werde auch meine Lederschuhe noch auftragen. Wenn ich die jetzt beerdige, werde ich die Welt nicht verbessern damit. Ich kaufe mir keine neuen Sachen in diese Richtung. Aber man kann sagen, Peace Food geht von der Ernährung her sehr eben in diese vegane Richtung, aber es ist zwingend, dass es vollwertig ist, sonst ist es auch nicht gesund genug. Und Honig wäre aus meiner Sicht akzeptabel. Und Sie sprechen dann von Frieden. Ist es so einfach, richtige Ernährung und dann Frieden zu empfinden? Also wenn man jetzt sich ständig Nahrung einverleibt, in der die Schwingungen von ein kurzes Leben lang gequälten Tieren stecken, dann führt das sicher zu keinem Frieden. Wenn Sie bedenken, dass heute praktisch all die Tiere, die in dieser Massenschlachtung daran glauben müssen, die sehen ja vorher, wie 10, 12 andere sterben, die sind voller Angsthormone, ja? Voller Neurotransmitter, die Panik- und Angstgefühle vermitteln. Und diese Neurotransmitter sind dieselben. Bei allen Säugetieren, dasselbe Cortisol, dasselbe Adrenalin und Noradrenalin, Acetylcholin. Wenn wir also Schlachttiere essen, dann essen wir Angst. Ich kenne ja natürlich sehr viel vegan lebende Menschen. Ich war über 40 Jahre Vegetarier und bin jetzt seit 4 Jahren auf Peace Food. Mein ganzes Umfeld lebt ja so. Da ist auch keiner im Bore-out, im Burnout, in der Depression. Und als Mensch, der jetzt auch, weiß nicht, über 40 Jahre, na, noch länger, meditiert, ist ja ein Riesenunterschied, wenn Sie sich auf so einer sensiblen Ebene ernähren. Also Sie finden viel mehr innere Ruhe in sich, Ihre Meditationen werden viel tiefer, Ihre Sensibilität wird größer. Und dann kommt noch dazu, Peace Food habe ich das auch deswegen genannt, weil es nicht nur für mich selbst mehr Frieden schafft, sondern weil es natürlich auch auf der Welt mehr Frieden schafft. Sie müssen ja denken, unsere Schlachttiere, die in einem Fleischproduktionsland wie Deutschland geschlachtet werden. Bevor sie geschlachtet werden, fressen die ja unglaublich viel. Und das ist die Nahrung der armen Leute. Also man kann wirklich sagen, die Tiere der Reichen fressen die Nahrung der armen Leute. Nur lebe ich ja in Tamanga auch schon ein gutes oder anderthalb Jahre in einer Peace Food kleinen Gesellschaft sozusagen, knapp 20 Leute. Das ist eine ganz andere Stimmung, wenn sie in einer Gemeinschaft leben, die sehr energiebewusst ist. Also wir haben natürlich alle Photovoltaik, Solarenergie, selbst unsere Badeteiche heizen wir damit. Wir haben überall geschaut, dass das energetisch stimmt. Ja, also eben, das sind in den Fußbodenbrettern Chips und die Wellen oben drüber und das Wasser ist entsprechend informiert. Wir machen da alles in diesem Bereich. Aber der entscheidende Punkt ist, es waren in den letzten 27 Jahren, unsere Vorgänger haben auch schon vegetarisch gelebt, da waren nie mehr Leichenteile in der Küche. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir bauen unsere eigene Nahrung an, fast wie in Findhorn. Also da wird mit den Pflanzenwesen verhandelt. Ich kann das nicht, ich bin mehr so ein Dumpfbacken-Typ. Ich spüre das nicht, ich merke das nicht. Mich können sie auf eine Wasserader setzen, macht mir angeblich nichts aus. Ich spüre es nicht. Aber ich kenne wenigstens Leute, die es spüren. Also sitze ich auch nicht auf Wasseradern. Wir müssen ja nicht alles können. Wir müssen nur wissen, wenn wir was nicht können. Dann suchen wir uns einen, der es kann. Und dann geht es ganz gut. Ich habe diese Feng Shui-Dinge, ich spüre das nicht. Aber da haben wir meine Partnerin und noch der Architekt bei uns, die spüren das wunderbar. Und es gibt eine ganz andere Stimmung. Der entscheidende Punkt ist aber, glaube ich, dieses Essen. Sie kriegen schon ein anderes Niveau des Umgangs miteinander. Das ist schon deutlich friedfertiger.